den Kongress des 6. Parteitages eröffne ich mit dem ehrfurchtsvollen Gedenken an den in die Ewigkeit eingegangenen Generalfeldmarschall und Reichspräsidenten von Hindenburg. Wir gedenken des Generalfeldmarschalls als des ersten Soldaten des großen Krieges und gedenken damit zugleich unserer gefallenen Kameraden. Ich begrüße die hohen Vertreter auswärtiger Staaten, welche der Partei die Ehre erweisen, an der Tagung teilzunehmen. In aufrichtiger Kameradschaft begrüßt die Bewegung besonders die Vertreter der jetzt unter dem Befehl des Führers stehenden Wehrmacht. Mein Führer, um Sie stehen die Fahnen und Standarten dieses Nationalsozialismus. Wenn Ihr Tuch einst morsch sein wird, erst dann werden die Menschen ganz fähig sein, rückblickend die Größe unserer Zeit zu verstehen und zu begreifen, was Sie, mein Führer, für Deutschland bedeuten. Sie sind Deutschland. Wenn Sie handeln, handelt die Nation. Wenn Sie richten, richtet das Volk. Unser Dank ist das Gelöbnis, in guten und in bösen Tagen zu Ihnen zu stehen, komme, was da wolle. Dank Ihrer Führung wird Deutschland sein Ziel erreichen, Heimat zu sein. Heimat zu sein für alle Deutschen der Welt. Sie waren uns der Garant des Sieges. Sie sind uns der Garant des Friedens. Adolf Hitler! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Es gibt keine Revolution als Dauererscheinung, die nicht zur vollkommenen Anarchie führen müsste. So wie die Welt nicht von Kriegen lebt, so leben die Völker nicht von Revolutionen. Es gibt nichts Großes auf dieser Erde, das Jahrtausende beherrschte und in Jahrzehnten entstanden wäre. Der größte Baum hat auch das längste Wachstum hinter sich. Was Jahrhunderten trotzt, wird auch nur in Jahrhunderten stark. Das ist unser unerschütterlicher Glaube an uns selbst. Das ist unsere Hoffnung auf die Jugend, gerade heute, die stürmisch vorwärts schreitend einst berufen sein wird, das Werk fortzusetzen, das in den Sturmjahren der Revolte von 1918 in München gegründet wurde, der ganz Deutschland erfasste und heute schon in weltgeschichtlicher Bedeutung durch die ganze deutsche Nation verkörpert wird. Denn die Wahrheit
ist das Fundament, mit dem die Macht der Presse steht und fällt. Und dass man die Wahrheit über Deutschland berichtet, das ist die einzige Forderung, die wir an die Presse auch des Auslandes stellen. Mit dem Bau der Reichsautobahnen ist an 51 Stellen im Reich begonnen. Obwohl die Arbeit noch in den Anfängen steckt, sind heute schon 52.000 Mann auf den Baustellen und weitere 100.000 Mann in den Lieferwerken, bei der Baustoffindustrie, bei den Brückenbauanstalten oder sonst durch das erst beginnende Werk. Wohin wir blicken, überall wird gebaut, überall werden Werte verbessert und Werte neu geschaffen, überall herrscht seit einem Jahr reges Leben und wird auch in Zukunft reges Leben herrschen. Die Gesunderhaltung unserer Bauern ist die erste Voraussetzung für das Blühen und Gedeihen unserer Industrie, für den deutschen Binnenhandel und für den deutschen Export. Ein Volk, das nicht auf die Reinheit seiner Rasse hält, geht zugrunde. All unsere Arbeit muss von einem einzigen Gedanken beherrscht werden, den deutschen Arbeiter zu einem aufrechten, stolzen und gleichberechtigten Volksgenossen zu machen. Ich kann nur als Führer des deutschen Rechtsdiener sagen, dass da das Fundament des nationalsozialistischen Staates die nationalsozialistische Rechtsordnung ist, für uns unser oberster Führer auch der oberste Gerichtsherr ist. Und dass wir wissen, wie heilig gerade unserem Führer die Grundsätze dieses Rechtslebens sind, auch ihren Volksgenossen versichern können. Ihr Leben, auch ihr bürgerliches Dasein ist gesichert in diesem nationalsozialistischen Staat der Ordnung, der Freiheit und des Rechts. Möge die helle Flamme unserer Begeisterung niemals zum Erlöschen kommen. Sie allein gibt auch der schöpferischen Kunst einer modernen politischen Propaganda Licht und Wärme. Aus den Tiefen des Volkes stieg sie empor. Und zu den Tiefen des Volkes muss sie immer wieder herniedersteigen, um dort ihre Wurzeln zu suchen und ihre Kraft zu finden. Es mag gut sein, Macht zu besitzen, die auf Gewehren ruht. Besser aber und beglückender ist es, das Herz eines Volkes zu gewinnen und es auch zu behalten. Das deutsche Volk ist heute geistig und seelisch reif für die Einführung der allgemeinen gleichen Arbeitsdienstpflicht. Wir harren des Befehls des Führers. Mein Führer, ich melde 52.000 Arbeitsmänner zum Appell angetreten. Halt, Arbeitsmänner! Halt, mein Führer! Warten! Immer! Warten! Ab!
Kamerad, woher stammst du? Aus Friesenland. Und du, Kamerad? Aus Bayern. Und du? Vom Kaiserstuhl. Und du? Aus Pommern. Und aus Königsberg. Aus Schlesien. Von der Waterkant. Vom Schwarzwald. Aus Dresden. Von der Donau. Vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk. Ein Führer. Ein Reich. Deutschland. Heute gemeinsam am Werk. Im Ruhr. Und wir im Bru. Im Bru. Und wir im Sand. Im Sand. Wir deichen die Nordsee. Gott, lange Hans. Wir pflanzen Bäume. Rauschende Wälder. Wir bauen Straßen. Von Dorf zu Dorf. Von Stadt zu Stadt. Wir schaffen dem Bauern neuen Acker. Wälder und Wälder. Acker und Brot. Für nicht im Schützengraben und nicht im Trommelfeuer der Granaten und sind trotzdem Soldaten mit unseren Hämmern, Äxten, Schaufeln, Hacken, Spaten. Wir sind des Reiches junge Mannschaft. Wie einst bei Langemarkt. Bei Tannenberg. Vor Lüttich. An der Flamme, an der Düne, in Flandern, im Westen, im Osten, im Süden, zu Lande, zu Wasser und in den Wolken. Kameraden, die Rotfront, unsere Aktion erschossen! Ihr seid nicht tot, ihr lebt in Deutschland! Meine Arbeitsdienstmänner, zum ersten Mal seid ihr in dieser Form zum Appell von mir und damit vor dem ganzen deutschen Volke angetreten. Ihr repräsentiert eine große Idee. Und wir wissen, dass für Millionen unserer Volksgenossen die Arbeit nicht mehr ein trennender Begriff sein wird, sondern ein alle gemeinsam verbindender. Und dass insbesondere keiner mehr dann in Deutschland leben wird, der in der Arbeit der Faust Minderes sehen wird als in irgendeiner anderen Arbeit. Durch eure Schule wird die ganze Nation gehen. Die Zeit wird kommen, da kein Deutscher hineinwachsen kann in die Gemeinschaft dieses Volkes, der nicht erst durch eure Gemeinschaft gegangen ist. Und ihr werdet wissen, in diesem Augenblick sehen euch nicht die Augen der Hunderttausende in Nürnberg, sondern in dem Augenblick sieht euch zum ersten Mal Deutschland. Und ich weiß, so wie ihr in stolzer Ergebenheit diesem Deutschland den
Land in stolzer Freude seine Söhne in euch marschieren sehen. Thank you.
meine Kameraden, wieder erleben wir diese Stunde, die uns stolz und glücklich macht. Nach Ihrem Befehl, mein Führer, steht hier eine Jugend, die keine Klasse und keine Kaste kennt. Nach Ihnen formt sich die junge Generation unseres Volkes, weil Sie die höchste Selbstlosigkeit dieser Nation voranleben, will auch diese Jugend selbstlos sein, weil Sie die Treue für uns verkörpern. Darum wollen auch wir treu sein. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. Jugend. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Ihr seid heute hier in dieser Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungens und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, soll dieses Volk nun werden. Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft sie in euch schon nicht mehr groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist und ihr müsst friedfertig sein. Fertig sein und mutig zugleich. Wir wollen, dass dieses Volk einst nicht verweichlicht wird, sondern dass es hart sein kann. Und ihr müsst euch in der Jugend dafür stehlen. Ihr müsst lernen, Entbehrungen auf euch zu nehmen, ohne jemals zusammenzubrechen. Denn was wir auch heute schaffen und was wir tun, wir werden vergehen, aber in euch wird Deutschland weiterleben. Und wenn von uns nichts mehr übrig sein wird, dann werdet ihr die Fahne, die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Und ich weiß, das kann nicht anders sein, denn ihr seid Fleisch von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in eurem jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. Ihr könnt nicht anders sein, als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, Thank you.
Sozialistischen Partei. 200.000 Männer sind nun versammelt, die nichts hergerufen hat als das Gebot ihres Herzens, nichts hergerufen hat als das Gebot ihrer Treue. Die große Not unseres Volkes, die uns einst ergriffen hat und die uns zusammenführte im Kampfe, ringen und groß werden ließ. Daher können das alle, die nicht verstehen, die nicht die gleiche Not in ihrem Volk gelitten haben. Ihnen erscheint es rätselhaft und geheimnisvoll, was diese Hunderttausende denn zusammenführt, was in Not, Leiden, Entbehrungen ertragen lässt. Sie können sich das nicht anders denken als durch einen staatlichen Befehl. Sie irren sich. Nicht der Staat befiehlt uns, sondern wir befehlen den Staat. Nicht der Staat hat uns geschaffen, sondern wir schaffen uns unseren Staat. Nein, die Bewegung, sie lebt und sie steht
gegründet. Und solange auch nur einer von uns atmen kann, wird er diese Bewegung seine Kräfte leihen und für sie eintreten, so wie in den Jahren, die hinter uns liegen. Trommel, die Trommel kommen, zur Fahne, die Fahne, dann wird zur Gruppe, die Gruppe stoßen, zum Gau, der Gau, und dann wird endlich diese gewaltige Kolonne der geeinte Nation nachfolgen, das früher zerrissene Volk. Es würde ein Frevel sein, wenn wir jemals sinken ließen, was mit so viel Arbeit, so viel Sorgen, so viel Opfern und so viel Not erkämpft und errungen werden musste. Man kann nicht dem untreu werden, was einem ganzen Leben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat. Es wird nicht so etwas aus nichts, wenn diesem Werden nicht ein großer Befehl zugrunde liegt. Und den Befehl gab uns kein irdischer Vorgesetzter, den gab uns der Gott, der unser Volk geschaffen hat. So sei denn unser Gelöbnis an diesem Abend, in jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich, an unsere deutsche Nation. Unser deutsches Volk siegt ein! Siegt ein! Siegt ein! Thank you.
unserer Pflicht getan haben, werden wir auch künftig nur auf Ihre Befehle warten. Und wir Kameraden kennen nichts anderes, als die Befehle unseres Führers auszuführen und zu beweisen, dass wir die Alten geblieben sind. Unser Führer Adolf Hitler sich SA und SS-Männer. Vor wenigen Monaten hat sich über der Bewegung ein schwarzer Schatten erhoben. Die SA hat so wenig als irgendeine andere Institution der Partei mit diesen Schatten etwas zu tun. Sie täuschen sich alle, die glauben, dass auch nur ein Riss in das Gefüge unserer einzigen Bewegung gekommen sei. Sie steht fest, so wie dieser Block hier. Und sie wird in Deutschland durch nichts zerbrochen. Und wenn jemand sich am Geiste meiner SA versündigt, dann trifft das nicht diese SA, sondern nur diejenigen selbst, die es wagen, sich an ihr zu versündigen. Und nur ein Wahnsinniger oder ein bewusster Lügner kann denken, dass ich oder irgendjemand jemals die Absicht hätten, das aufzulösen, was wir selbst in langen Jahren aufgebaut haben. Nein, meine Kameraden, wir stehen fest zusammen für unser Deutschland und wir müssen fest zusammenstehen für dieses Deutschland. Ich übergebe euch dann die neuen Feldzeichen in der Überzeugung, dass ich sie in die treuesten Hände gebe, die es in Deutschland gibt. Denn in den Zeiten hinter uns, da habt ihr mir eure Treue tausendfältig bewiesen. Und in der Zeit vor uns kann es nicht anders sein und es wird auch nicht anders sein. Grüße ich euch denn als meine alten, treuen SA und SS-Männer. Sieg heil! Thank you.
Thank you.
Es spricht der Führer. Der 6. Parteitag der Bewegung geht zu Ende. Was für Millionen Deutsche, die außerhalb unserer Reihen stehen, vielleicht nur als imposantestes Schauspiel politischer Machtentfaltung gewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen, trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei, sich wehmütigen Herzens zurückbesonnen in jene Tage, da es noch schwer war, Nationalsozialist zu sein. Als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Wir mussten als Partei in der Minorität bleiben, weil wir die wertvollsten Elemente des Kampfes und des Opfersinns in der Nation mobilisierten, die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Und weil dieser beste Rassenwert der deutschen Nation in einer stolzen Selbsteinschätzung mutig und kühn die Führung des Reiches und Volkes forderte, hat das Volk sich in immer größerer Zahl dieser Führung angeschlossen und unterstellt. Das deutsche Volk ist glücklich, in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Pol. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlend und dieses wissend zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Von ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses "Ich glaube", sondern der Schwur "Ich kämpfe". Wird für alle Zukunft die politische Führungsauslese des deutschen Volkes sein. Sie wird in ihrer Lehre unveränderlich, in ihrer Organisation stahlhart, in ihrer Taktik schmiegsam und anpassungsfähig, in ihrem Gesamtbild aber
wie ein Orden sein. Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen. Haben unsere Gegner dafür gesorgt, dass durch Verbot und Verfolgungswellen von Zeit zu Zeit die Bewegung wieder ausgekämmt wurde von dem leichten Zeug, das sie für ihr einzufinden begann. Heute Entmusterung halten und abstoßen, was sich als schlecht erwiesen hat. Und deshalb eine und deshalb innerlich nicht zu uns gehört. Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Wenn die älteren Jahrgänge noch wanken werden könnten, die Jugend ist uns verschrieben und darf alle mit Leib und Seele. Durch unser aller Zutun die höchste Verkörperung des nationalsozialistischen Gedankens und Wesens verwirklichen, wird sie eine ewige und unzerstörbare Säule des deutschen Volkes und Reiches sein. Dann wird einst neben die herrliche, ruhmreiche Armee, den alten, stolzen Waffenträgern unseres Volkes, die nicht minder traditionsgefestigte politische Führung der Partei treten. Und dann werden diese beiden Einrichtungen gemeinsam den deutschen Menschen erziehen und festigen und auf ihren Schultern tragen den deutschen Staat, das deutsche Reich. In dieser Stunde verlassen schon wieder Zehntausende von Parteigenossen die Stadt, während aber die einen noch von der Erinnerung zehren, werden andere schon wieder beginnen zu rüsten zum nächsten Appell. Und wieder werden die Menschen kommen und gehen und stets aufs Neue ergriffen, beglückt und begeistert sein, denn die Idee und die Bewegung sind Lebensausdruck unseres Volkes. Und damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland. Die Partei!